Seid ihr herzlich willkommen. Das kann jetzt wichtig sein für dich. Wir schauen Liebe an, dann die Kommunikation zwischen euch beiden, eventuell geschäftlich, und als dritter Beruf, Berufung und Finanzen. Erstmal, was sagen die Karten über die Liebe? Er steht im Mittelpunkt und das heißt, du liebst ihn, du denkst an ihn, er spielt eine große Rolle gerade in deinem Leben. Wenn du alleine bist, dann bedeutet diese Karte, du wirst jetzt jemanden kennenlernen. Wir bleiben noch Thema Liebe. Und du stehst auch im Mittelpunkt. Ihr gehört zusammen. Das ist eine karmische Liebe. Er ist dein Seelenpartner. Und immer noch Thema Liebe. Ihr befindet euch gerade in einer Transformation. Das sind die Erneuerungsprozesse. Kommt auch ein Neuanfang. In alten Kulturen bedeutet dieser Schmetterling die Seele. Ihr habt eine seelische Verbindung und so ist es im Sternen geschrieben. Und die Sternen bringen auch Glück. Thema Liebe, ihr gehört zusammen. So waren die Karten und das heißt, ihr schaut euch auch an. Wenn du eine Dame bist, dann sehe ich hier auch die Weisheit. Ihr habt eine seelische Verbindung, so ist es im Sternen geschrieben. Nächstes Thema ist die Kommunikation. Welche Nachricht erwartet dich? Worüber sollt ihr sprechen? Das spielt auch eine große Rolle. Hier, diese Karte bedeutet Reisen, also Ausland. Auslandskontakten oder eine Fremdsprache, aber bedeutet auch die Planung, eine gemeinsame Urlaub. Immer noch Thema Kommunikation. Hier sehen wir die Enten, also außer die Liebe oder außer dieser Reise und Ausland, gibt es noch eine Nachricht, was von Enten kommt. Thema Gesprächen, Kommunikation. Du fühlst dich noch gefangen, weil du kannst nicht das sagen, was du sagen möchtest. Und kann auch bedeuten, du möchtest über Gefühle sprechen oder über die Zukunft. Er sagt es noch nicht und das hält dich auch noch gefangen. Oder diese ämtliche Lage hält dich gefangen, weil entstehen Ängste oder Unsicherheiten. Mit deinem Partner redest du über Reise oder lernst du eine Fremdsprache. Von Ämtern oder Gericht kommt eine Nachricht, das hält dich noch etwas gefangen. Und jetzt schauen wir an Beruf, Berufung, Finanzen. Etwas macht dich traurig, was das betrifft. Entweder fühlst du dich nicht wohl im Arbeitsplatz oder kannst nicht deine Berufung leben. Also du grübelst etwas. Es ist momentan nicht so gut, was die Arbeit betrifft oder die Arbeitsplatz. Immer noch die gleiche Thema, Beruf, Berufung. Aber sei ein bisschen geduldig, weil hier kommt Erfolg. Und Geld segnen. Also es verbessert sich die Lage. Immer noch Beruf, Berufung, Geld. Da sind die Gedanken. Und das heißt, du machst Gedanken über deine berufliche Situation oder über die Finanzen.
Oder du hast eine Idee, das möchtest du verwirklichen und damit hast du Erfolg. Etwas bedrückt dich, was die Finanzen und die Arbeit betrifft. Aber bald kommt hier Erfolg und Gewinn. Und das soll dein Gedanken sein. Kann auch bedeuten, du hast tolle Ideen, kannst du das verwirklichen. Es sind noch Ängste, Unsicherheiten da, aber diese Karte verspricht dir Gewinn und Erfolg. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.